Willkommen im Let's Play Star Wars The Old Republic und wir sind jetzt wieder bei unserem Auftraggeber, Auftraggeberin zurückgekehrt, die die Pläne haben wollte für, ach, Kimball, sag ruhig, für sich regenerierende Cyber Technologie-Pläne. So ähnlich. Ihr seid zurück. Die Kampflaute, die durch die Anlagen hallten, waren Musik für meine Ohren. Ich wollte schon tanzen. Jetzt macht es nicht so spannend. Habt ihr die Kybernetik-Daten heruntergeladen? Werden wir reich? Nee, ich schon, du nicht. Ich hab's bei mir. Endlich! Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Alles an Ort und Stelle. Ich werde die Daten an meine Kontakte senden, damit sie sie extrahieren und verifizieren können. Es wird Credits regnen, bevor ihr damit rechnet. Ich bin so froh, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt meine Träume wahr werden lassen. Genießt eure Träume, solange sie anhalten. Das habe ich vor. Wir werden bezahlt, sobald meine Kontakte die Daten authentifiziert haben. Das sollte nicht lange dauern. Ja, das wollen wir haben. Und Stufe 15. Was nehmen wir denn da? Heilung, ne? Kritische Machttreffer. Oh, das ist immer dieses um 1%, aber ich muss das jetzt nehmen, sonst komme ich hier nicht weiter. Ist ja fast gar nichts. 1%. Wow. So, jetzt geht's einfach mal weiter. Wohin? Oh. Da sind gleich drei Missionen. Das ist ja praktisch. Und dann auch noch um die Ecke. Besser kann es ja nicht gehen. Oh, Gratan Anwesen. Kann ich hier stehen bleiben? Ach, ich tue es einfach. Das Anwesen des abtrünnigen Sith Lords Gratan ist eine kleine Festung, verstärkt durch modernste Waffentechnologie und experimentelle Schilde. Lord Gratans Kader von Wissenschaftlern verbessert ständig die Verteidigungssysteme, sodass Luftangriffe so gut wie chancenlos sind. Nur Bodenangriffe haben eine Aussicht auf Erfolg. Es ist der ideale Ort für einen abtrünnigen Sith Lord, um sich zu verschanzen. Lord Gratan versteckt sein Gebiet seit Jahren und hat seinem Anwesen unterirdischen Ebenen hinzugefügt, was vermuten lässt, dass sein Plan, sich selbst zum 13. Mitglied des Rats der Sith zu ernennen, bereits länger verfolgt wird, als viele annehmen. Tief unter der Erde können zahllose Fallen und Schätze verborgen sein, bewacht von Gratans Leibgarde und automatischen Kriegsdruiden. Ja. Bodenangriffe sind erfolgreich, ne? Ja, das sieht man auch. Überall schießt jemand. Okay. Ist immer lustig, wenn man in so geheime Festen reinkommt oder so, wo dann immer steht, ja, da kommt sonst keiner rein. Nur du bist so special und kommst hier rein. Und dann siehst du noch so 50 andere Leute um dich rumlaufen, die auch reingekommen sind. Na gut. Okay, jetzt nicht runterspringen. Okay, jetzt geht's. Ich weiß, Kimmal, du hast Höhenangst. Aber guck mal, hier kann man nicht mal runter schauen. Okay, doch. Spring. So. Hä? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. War ich hier schon mal? Okay, holen wir erstmal diese Maske von Revan. Genau. Das sieht echt aus. Ich finde, es sieht aus wie in Darth Scotias Bunker. Oder wie der hieß. Von Folge Schieß mich tot, weiß nicht. So, jetzt kommt die Maske. Nehmen Sie dir, nehmen Sie. Komm schon, so schwer ist das nicht. Krall sie dir.
Oh Mann, so lahm. Jetzt schnell renn weg, bevor jemand kommt. Oh je. Das war ja klar. Hallo. Ich wollte nichts, ich wollte euch nur berauben. Oh, nicht heilen. Tja. Solche Sequenzen nerven mich, wenn... Das ist so wie in so Filmen, wenn irgendwie irgendwas explodiert oder sonst was passiert und die Leute immer noch dastehen und rumlabern oder einfach nichts tun und dann natürlich erst in der letzten Sekunde verschwinden. Habe ich jetzt die Maske? Hat die eingesteckt? Oh, warte, du erhältst Maske von Revan. Ja, okay, sie hat sie eingesteckt. Sehr gut. Wir haben sie sogar anprobiert. Wir können uns also nicht beschweren, dass sie nicht passt. Okay. Und was ist da unten? Deaktiviere das elektrische Feld. Oh, lauter Diebe hier drin schon. Zerlegen der Maschine. Ach so. Das ist wieder unsere Hauptquest für Lord... Nicht Lord Gratan. Lord Zesh. Oh, hier kann jetzt auch rein. Was ist das denn da drin? Erkunde das Waffenlabor. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Ah! Da brennt ja was. Ach du Kacke. Okay. Usnimare. So. Okay, ich nehme mal an, das ist nicht so gut, wenn wir da durchlaufen. Mist. Okay, da hoch kann ich nicht. Egal. Geranimo. Ah, es hat uns nichts gemacht. Wir waren zu weit weg. Glaube ich. So wäre das auch erledigt. Oh. Oh Mann. Wir haben immer Überraschungen parat hier im imperialen Gebiet. So, jetzt aber. Oh nein. Oh, eine Katastrophe. Einfach schrecklich. Jemand muss mich aufhalten. Jemand muss mich sofort aufhalten. Kein Problem. Du bist ein großer Druide. Halte dich selbst auf. Oh, wenn ich nur könnte. Ich beherrsche über 100 Sprachen und Sprachvarianten. Und in keiner davon ist die Verbindung von Personen und Feuer positiv. Warum wurde ausgerechnet ich ausgewählt, diese schrecklichen Dinger zu warten und ihre Baupläne zu hüten? Ich verstehe es nicht. Hätte ich doch nur nicht diesen schrecklichen Sicherungsbolzen, der mein Handel beschränkt. Ich würde diese Geschützpläne auf der Stelle vernichten. Warum deaktivierst du die Geschütze nicht? Lord Gratan würde mich verschrotten lassen, wenn ich das täte. Die Pläne für die Geschütze sind in meinem Speicher. Wenn der Sicherungsbolzen weg wäre, könnte ich sie löschen und verhindern, dass neue Geschütze gebaut würden. Das ist beinahe genauso gut, wie die Geschütze selbst zu deaktivieren. Wenn Sie organisches Leben schätzen, dann entfernen Sie bitte meinen Sicherungsbolzen und lassen Sie mich die Pläne ein für alle Mal zerstören. Ne, organisches Leben wird überbewertet. Ich kopiere die Pläne für das Imperium. Wenn Sie darauf bestehen, kann ich nichts tun. Ich bin schließlich nicht für den Kampf programmiert. Wenn es nach mir ginge, dürften organische Lebewesen sich gegenseitig nicht solche schrecklichen Dinge antun. Tja, das tun sie aber. Wir tun einfach so, als wären unsere Gegner Druiden. Oh je, wenn ich einen Magen hätte, würde mir jetzt schlecht werden. Mahaha. Okay.
Ich kann ganz schön grausame Antworten geben. Ah, ich brenne! Ich brenne, ich im Wal, lösch mich! So, und das allerletzte noch. Das elektrische Feld deaktivieren. Die tauchen immer so spät auf bei mir. Toll, was hat das jetzt gebracht? Bonus noch, okay, Bonus. Töte alles, was du siehst. Das gibt ein Festmahl. Ich habe Kimball noch nie was essen sehen. Es wird wahrscheinlich zensiert hier. So, waren das alle? Nee. Die Forschungskonsolen. Das sind die hier. 1 von 3. Oh Gott. Muss ich noch so viele suchen? Auf der anderen Seite war doch bestimmt auch eins. Mal gucken. Oh nee, doch nicht. Wie ist hier nicht symmetrisch angeordnet? Was ist das denn? Ach, da ist eins. Kimball ist ja fast tot. Sag doch was. Meine Güte, normalerweise pinst er immer gleich rum und sagt so, meine Kräfte lassen noch, heil mich. Und jetzt sagt er nix. Gut, eins fehlt noch. Wo ist denn das letzte? Gute Frage, nächste Frage. Ist es da oben? Ja, da oben ist noch eins. So. Springen wir? Springe mal. Und ja, alle Bonusaktionen abgeschlossen, gut. Oh oh. Da kommt irgendwas. Aber was? Da! Da ist ja auch sowas. Ich gebe dem mal. Ach, eine Blase? Nee. Ich heile ihn erstmal. Jetzt gebe ich ihm eine Blase. So hat sich das auch erledigt. Gut. Und das ist hier dieses Gerät. Der Gerät. Der Cyberneutralisator. Genau. Okay, dann mache ich an der Stelle mal Schluss und wir sehen uns wieder irgendwo. Lord Sash nehme ich mal nicht an, aber irgendwo bestimmt. Okay, bis zur nächsten Folge.